Hallöchen mit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Aufnahme vom Let's Play Tramsim. Wir sind heute allerdings unterwegs in München und genau, das ist der neue Teil von Tramsim. Und zwar gibt es da einmal die Linie 23, die 27 und die 28 zusammen eben mit einem neuen Fahrzeug. Und das Ganze ist eben, kann ich mal ganz kurz zu Beginn sagen, eben so gestaltet, dass das kein extra DLC zum Hauptspiel ist. Bedeutet, wenn ihr nicht unbedingt Wien haben wollt, braucht ihr euch nicht quasi Wien kaufen, sondern es gibt quasi München separat. Für diejenigen, die, ich sag mal, das Hauptspiel mit München, das Hauptspiel mit Wien allerdings schon besitzen, die können sich quasi in Anführungsstrichen zum DLC-Preis vergünstigt eben München dazu holen. Aber genau, das ist ein bisschen kein reiner DLC, sondern eben, ja, wer sich eben bloß in München zu Hause fühlt, kann das eben gerne so tun. Das Ganze erscheint im Laufe der nächsten Woche. Entsprechend steht rechts unter der Ecke noch Work in Progress. Das ist also noch nicht der fertige Release-Stand. Und gibt es noch irgendwas Interessantes zu erzählen am Anfang? Ich glaube nicht. Gut, das war jetzt auch nicht sonderlich interessant, aber vielleicht ganz wichtig am Anfang. Genau. Es wird auch noch einige Updates geben, die werden allerdings auch fürs Hauptspiel kommen. Oder beziehungsweise für die Leute, die München eben nicht haben. Ja, eine tolle Sache sehen wir zum Beispiel schon. Der Herbst ist da. In den nächsten Folgen werden wir dann vielleicht auch noch ein bisschen das dynamische Wetter und sowas testen. Das sind alles Dinge, die jetzt in den Tramsim kommen. So, wir setzen uns mal vorne rein. Die klassische Münchner Tram, wie wir sie kennen. R2.2B. Und ich habe mich jetzt halt immer für den, ich sag mal, fortgeschrittenen Modus entschieden. Das bedeutet, wir rüsten das Ganze mal auf, indem wir hier drauf klicken, den Schlüssel einstecken, einmal drehen. So, warte mal, wo kann ich denn den grabbeln? Ja, jetzt haben wir den. So. Natürlich ist dieser Vorführeffekt, ne? Vorher ist natürlich immer wunderbar geklappt. So. Den Schlüssel brauchen wir wieder, das heißt, den nehmen wir mit, denn der muss einmal hier hinein. Wir müssen einmal den Stromabnehmer auf. Ne? Gucken wir mal ganz kurz. Ja. Stromabnehmer geht hoch, dann brauchen wir einmal den Hauptschalter. So, Beleuchtung machen wir mal an, Feststellbremse aus. So, ich hoffe, ich habe jetzt an das meiste gedacht. Wir müssen den Führerstand einmal einschalten. Dann einmal nach vorne. Dann müssen wir jetzt auch ein bisschen Beleuchtung haben, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Und im Endeffekt müssten wir doch dann die Möglichkeit haben. Nullstellzwang, ja okay, kleinen Moment noch, jetzt. Ja, wunderbar, wir fahren. Okay, das heißt aber, wir können eigentlich auch schon mal hier uns anmelden. Da können wir erstmal uns einen Fahrer ausdenken und eine Codenummer, meine super geheime PIN, die ihr nicht sehen dürft. So. Und dann können wir uns einmal anmelden. Achso, wir haben uns schon angemeldet. Habe ich jetzt eben gerade Mist gedrückt. So, dann haben wir nochmal die 27. Ach, warte mal, richtig tippen sollte ich vielleicht auch noch. Die 2702, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, und wir fahren zum Sendlinger Tor. Das können wir auch schon mal bestätigen, hätte ich gesagt. Es sind noch 300 Meter bis zum Petuelring. Ich sollte das vielleicht auch gar nicht probieren auszusprechen. Das ist eh Mumpitz, aber hey. So ist das eben, ne? Dann wollen wir mal vorrollen hier. So, wir können hier wieder bimmeln, wenn wir wollen. Und die ganzen Geschichten, das haben wir natürlich auch. So ein bisschen vorsichtig tun. Und genau. Ich denke mal, wir werden ja im Laufe der Fahrt ein bisschen was sehen. Wir haben jetzt hier in München auch tatsächlich Rollstuhlfahrer. Das ist ja was, wer das noch nicht gesehen hat. Ich hatte ja im Sommer die Möglichkeit, mal eine kleine Runde bei Aerosoft mit einem der Entwickler zu sprechen. Und da haben wir auch unter anderem schon über eben das neue Feature mit den Rollstuhlfahrern gesprochen und das Ganze, ja, gucken wir mal, ob das heute vorkommt in der heutigen Fahrt. Ich hatte das vor dem Tutorial tatsächlich schon. Da musste ich das einmal tun und genau, wenn uns das jetzt hier passiert, ach, am anderen Gleis wäre einer gewesen. Okay, gucken wir mal, ob denn im Laufe der Fahrt vielleicht auch einer zu uns kommt. Ansonsten, ja, gehe ich mal davon aus, dass das passt. Wo haben wir denn, genau, die Markierung habe ich aus. Ich denke mal, wir halten hier einigermaßen in Ordnung. So, und dann geht jetzt hier, ich sag mal, die Türfreigabe folgendermaßen. Wir haben diesen Knopf. Den entriegeln wir einfach einmal. Genau. Dann sehen wir auch hier quasi, welche Türen geöffnet sind. Wir können ja, haben wir noch eine Minute bis zur Abfahrt? Ist das Minus oder Plus? Ja, ich glaube, wir haben noch ein bisschen. Ich bin jetzt auch noch nie ausgestiegen hier, aber ich denke mal, das läuft irgendwie ähnlich. Also man kann natürlich wieder mit der
eintaste, die Tür 1 extra aufmache, werden wir auch mal machen. Und schon mal ein bisschen rumlaufen, hier einmal um die Bahn. Das ist das gute Fahrzeug, das wollt ihr auch einmal sehen, denke ich mal, zu Beginn. Hier, das ist das Modell von dem Rollstuhlfahrer eben. Das es jetzt eben mit neu gibt. Und wenn jetzt einmal die Bahn von außen ablaufen, hätte ich gesagt, und dann vielleicht einmal eine kleine Runde durch. Können Sie mir mal bitte vorbeilassen? Nee, okay. Haben wir tatsächlich nicht. So. Kann ich mir das auch selber aufdrücken? Ja, klar. Müsste eigentlich gehen. Wunderbar. So. Ach komm, da hätten wir sogar schon mal gesessen, ne? Da kannst du das andere Fahrerpult, das man dann bedienen könnte. So. Dann ist das hier quasi einmal die Bahn. Ja, eben, ich denke mal, relativ weit verbreitet in München. Soweit. Genau, die Fahrgäste kennen das, glaube ich, auch schon. So. Ja, ich denke mal, das wird sich im Laufe der Zeit alles erschließen. Wir steigen mal wieder ein, machen mal zu, hätte ich gesagt. Haben wir denn schon Abfahrt? Ja, plus null, ne? Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg hier. Ich hoffe, ihr habt jetzt nichts vergessen. Ne, wunderbar. So, und dann freue ich mich tatsächlich hier, alle Fahrgäste recht herzlich begrüßen zu dürfen. Achso, das ist ein bestimmt gleich Bling-Bing oder so. Nee? Okay. Ja, wahrscheinlich kurz vor Eintreffen an der Haltestelle, oder? So, da kann man natürlich auch ein bisschen lauter machen, wenn man das gerne hätte für vorne. Ich habe die Ansagen jetzt gerne ein bisschen dezenter. Ich meine, für die nächsten Folgen müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das machen. Aber jetzt fahren wir das mal rund. Ich freue mich an, dass hier schon Herbst ist, Ingame, dass wir jetzt mal wieder das erste Mal neuen Strecken-Content eben bekommen. Danke. So. Das ist auch neuen Strecken-Content bekommen eben. Das ist ja tatsächlich, ich sag mal so, mehr oder weniger Premiere. So. Einmal auf hier. So, ich denke, da kann man sich schon ein bisschen drüber freuen. Und was tatsächlich ganz gut passt, ist, als wir im Sommer ein bisschen unterwegs waren, vielleicht der ein oder andere von euch von dieser Abo-Ticket-Aktion gehört, wo man quasi 2 Wochen lang sein Nahverkehrsticket vom Verkehrsverbund im kompletten Netz, also fast komplett Deutschland nutzen konnte. Und da haben wir uns tatsächlich... Da waren wir eine kleine Runde auch in München, eben einen Amtsstecher gemacht und da habe ich mir gedacht, jo, das wäre doch eine ganz coole Sache, wenn ich dann gleich vielleicht mal die anstehenden Linien teste. Und ja, das haben wir tatsächlich gemacht. Also, oh, KI ist noch ein bisschen... Ich glaube, da müssen wir ein bisschen gucken, ob mein Rechner da nicht drunter ätzt, weil hier doch ein bisschen mehr los ist. Aber genau, wir haben uns das mal angeschaut und sind tatsächlich alle 3... enthaltene Linien auf dem enthaltenen Streckenabschnitt eben abgefahren. Die 23 ist soweit eine komplette Linie, die komplett enthalten ist eben. Ja, genau. Soweit, so gut, so schön. So, vorsichtig mal hier rüber, ne, dass wir da nichts töten. So. Und hier haben wir jetzt am Anfang natürlich noch ein bisschen das Rasengleis. Wir wechseln jetzt dann quasi mit der 28 am Sendlinger Tor. Die Linie, die 23, ist ja komplett abgekapselt von hier. Die hat ja keine Haltestelle gemeinsam mit keiner der beiden Linien. So, ein bisschen vorsichtig da statt einwärts. So. Ja, ich muss tatsächlich sagen, man merkt tatsächlich noch ein bisschen, dass die KI noch in den Kinderschuhen steckt, dass da dem letzten was dran gemacht wurde und dass das noch weit weg von perfekt ist. Ich werde mal ganz kurz ich werde kurz was einschieben, gleich wieder da. So, dürfen wir gleich wieder weiter? Ne, wir dürfen nicht. Achso, wegen der Linksabbieger wahrscheinlich, ne? Das ist ja belastend. Ja, ihr dürft natürlich fahren, aber ich nicht. Ja, das ist okay. So, jetzt aber ja. Jetzt sind wir als nächstes dran. Ey. Achtung, Vorsicht, das geht hier ja gar nicht. Boah, schon guckt, ob man sich hier durchtingelt, ne? Also ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen weiter innenstadtmäßig kommen, dass dann hier dieser KI stark gebracht wird. Haben wir überhaupt Fahrgäste? Okay, wir haben zumindest einer, der aussteigen möchte, ne? So.
So, jetzt ist zu, nur das piept immer, wenn wir weiter dürfen. Beziehungsweise wenn wir das abgefertigt haben. So, dann haben wir ja... Genau, 27.02 ist ja unser Kurs bis zum Sendlinger Tor. So, 0 Meter, da waren wir hier. Heißt das ein bisschen Verspätung? Oh, ich soll vielleicht noch nach vorne gucken. Ja. So. Ansagen kommt da auch, denke ich, noch. Okay. So. Genau. Was lässt sich denn noch sagen über die Linien oder sowas? Keine Ahnung. Also in den nächsten Tagen werden wir uns mal ein bisschen mit den anderen Sachen beschäftigen. Eben halt mit dem neuen Wetter und so eine Geschichten. Ich habe jetzt hier trotzdem mal ein normales, schönes Wetter genommen, damit wir ein bisschen was sehen können. Aber ansonsten nehmen wir jetzt irgendwie auch nicht sonderlich viel. Ja, das mit dem Herbst finde ich schon mal eine coole Sache, ne? Dass wir jetzt auch ein bisschen, wir haben auch vor allem dynamisches Wetter, das heißt, wir können entweder sagen, jo, soll die ganze Zeit regnen, also statisch einmal Regen einstellen, oder wir sagen, wir hätten das gerne ein bisschen, ja gut, das haben wir gerade die Ampelphase verpasst, ne? Oder wir sagen, das Wetter soll sich eben dynamisch ändern und dann, werden wir das ein oder andere Mal vielleicht unter Umständen einen kleinen Wetterwechsel oder sowas sehen. So, jetzt ist natürlich der Kollege, der muss da auch rüber. Ja, je weiter man ein bisschen reinkommt, desto besser läuft das. Sondern zu einem KI-Kollegen hier nochmal gegenüber. Das ist ja was, was in letzter Zeit auch in, also auf München so ein bisschen stärker noch mitkam. Dass da, jo, ich sag jetzt mal, mehr KI-Linien auch unterwegs sind, was die Straßenbahn angeht. So, wir dürfen auch. Das ist fantastisch. So. Hi, guten Tag, Kollege. Weiß nicht, wie man sich in München grüßt. Scheinbar per Bimmelim. Das war ich nämlich tatsächlich nicht. Macht zur Abwechslung. Ich habe geblinkt. Aber ja, das ist ja auch immer unterschiedlich von Stadt zu Stadt. Ich meine, das Handzeichen ist wahrscheinlich der Klassiker. Aber es gibt ja auch immer noch ein paar andere Alternativgrüßungsmöglichkeiten. So, sehr gefallen, dass du da ausstieg. Befinden sich in Fahrtrichtung rechts. Und ich denke mal, dass dieses diese Leitlinie da rechts tatsächlich was mit der ersten Tür zu tun hat. Dass das eben die Linie ist, an der wir stehen bleiben sollten, damit das mit den Rollstuhlfahrern eben klappt. Ja, mehr oder weniger, ne? Da muss man ein bisschen trainieren vielleicht. So. Und los. Ich warte mal auf die Ansage, da bringt mir aber gar nicht so viel. Ah. So, jetzt wird es natürlich nochmal interessant bezüglich der Weichen, ne? So, wir müssen... Boah, da kann mich jetzt auch alles täuschen. Okay. Dankeschön. So, machen wir einmal da lang. Warten wir auch mal auf die Freigabe. Ich muss tatsächlich sagen, so München zumindest im äußeren Bereich lief bei mir jetzt persönlich wesentlich schlechter als Wien. Kann jetzt auch natürlich noch an Early Access, also Work in Progress eben liegen. Also hier wird es jetzt ja eben immer sukzessive besser. Und auch tatsächlich an Wien wurde ja ordentlich rumoptimiert im Laufe der Zeit. Also da ist es selten so geblieben, wie es davor war. Von daher hoffe ich da mal so ein bisschen drauf persönlich, dass wieder ein bisschen dran gearbeitet wird und ja, das ist eben eine Sache. Man braucht halt aber auch tatsächlich einfach für, ich sag mal, ein modernes Spiel auch entsprechende Hardware, die man auch als YouTuber nicht immer zur Hand hat. So einfach und wie schön das wäre. So, raus hier mit die Freigabe. Es gibt auch ein zentrales Öffnen, also schade, dass wir jetzt hier kein, okay, ja, wir dürfen, schade, dass wir uns noch keinen Rollstuhlfahrer hatten. Da könnte man einmal diese extra Türsteuerung sehen für die erste Tür. Dann gibt es auch so ein bisschen eine Haltestellenbremse, die dafür dann ganz relevant ist. So. Oh, guck mal, dass wir ja klarkommen hier, ne? Was haben wir denn? Okay, dann haben wir aber mit der
Herzogstraße, bin ich jetzt falsch abgebogen? Ne, müsste ja passen, ne? Das kann natürlich sein, dass wir jetzt... Ich schau mal gleich ganz außen drauf. Dass wir auch ja richtig gefahren sind. Nicht, dass wir jetzt irgendwo anders landen. Es hätte doch schon sein können, wenn wir nach rechts müssen, ne? Ja, wir schauen einfach mal, was hier lang fährt und dann... Ja, sieht gut aus. Da sehe ich doch 27 zumindest auf dem Ding. Wir steigen mal ganz kurz aus, schauen uns das mal an. So. Hier mal von hier aussteigen, vielleicht ist es so schön hier, ne? Der Hohenzollernplatz. Ja, zum Sendlinger-Tor in 0 Minuten. Okay, das ist lustig invertiert, aber da passt schon. Also wir vereinigen uns dann auch später eben mit der 28. Da kommt auch noch im Laufe der Zeit. Jetzt aktuell sind wir natürlich aber noch auf dem, ich sag mal, exklusiven Linienabschnitt. So. Ach, schaffen wir noch, oder? Der hat aber auch eine Reaktionszeit von so einem Faultier. Ja, komm, Faultier trifft's gut. Wir verwenden einfach Faultier. Auch wenn ich jetzt natürlich kein Faultier in irgendeiner Form... ich machen möchte. So, wir kommen jetzt gleich an den Kurfürstenplatz. Und da ist es eben ganz cool. Ab da tritt eben genau das ein, was ich erzählt hatte, dass wir da eben auf die 28 treffen, die dann von links eben zu uns kommt. Und dann fahren wir eben gemeinsam noch weiter in Richtung Innenstadt, eben über den Karlsplatz bis zum Sendlinger Tor. So. Da, ein bisschen vorsichtig. Ja, gut, gucken, ob wir da nicht irgendwie in Probleme kommen. Das muss ja auch nicht sein. So, ich weiß nicht, ob wir schon mal blinken können müssen, was auch immer. Ich sehe da vorne, ist das ein Kollege oder einfach nur... Doch, das ist ein Kollege. Ah, welche Linie bist du? Dann bist du vielleicht die andere Linie, die wir da hatten. Wäre echt ganz cool, wenn wir ein bisschen Kollegen vor uns haben, wo wir ein bisschen Abstand halten müssen. Und der uns das Leben, ich sag mal, ein bisschen schwieriger macht. Ja, oder die haben jetzt nur die eine Haltestelle vor uns und der wird dann später irgendwo anders hinfahren. Das kann natürlich auch sein. Hm. Ist die Frage, halten wir jetzt vor der Kreuzung? Ja, müsste eigentlich, ne? Ich glaube, die Haltestelle... Was ist jetzt da vorne? Ah, da sehe ich die 12. Dum, 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 dum. Ja gut, die hat wahrscheinlich ein bisschen andere Ampelphase. Da wird alles einen kleinen Moment dauern. Ich kann überlegen, habe ich noch irgendeine krasse Anekdote über die München-Reise dieses Jahr? Nee, ich glaube jetzt gar nicht großartig. Also ich freue mich tatsächlich, wenn wir ein bisschen über die Bereiche fahren, die ich da eben schon mal gesehen habe. Eben wie gesagt dann auch der, sogar noch der komplett südöstliche Teil, wo die Linien dann eben noch weitergeführt werden. Ja. Haben wir auch gesehen und dann vor allem auch am an der Endhaltestelle der 28 am Scheidplatz, da ist auch relativ viele Umsteigemöglichkeiten und sowas. Ja, was ist jetzt da vorne mit den Zügen? Jetzt habe ich gefühlt aber schon eine ganze Ampelphase gewartet. Hat aber jemand Kontakt? Jetzt gucken wir mal, ob da gleich jemand fährt. Ja. Kontakt heißt ja noch nicht viel, ne? Das heißt ja tatsächlich noch nicht so viel. So, da sehe ich doch aber was nach rechts. Musst du überhaupt nach rechts? Ach, guck mal, ja. Ich habe echt schon gedacht, wir haben uns da irgendwie in so eine verfahrene Situation gebracht. Kurfürstenplatz. Nee, aber scheinbar halte ich nicht hier. Da halte ich nach der Kreuzung, ne? Kommt ja gut hin. Das ist aber gerade noch grün gewesen, ne? Ich fahre mal nochmal, ne? Schönen guten Tag. So. Ey, mal zügig um die Kurve. Hey, Kollege. Der bimmelt mich tatsächlich an.
Das ist lustig, so. So, liebe Leute, Ausstieg und Fahrt Richtung rechts. So ist es. So, dann steigt da mal alle fleißig ein und aus hier, ne? Mach schon die Freigabe raus. Was? Nein, wir sind da super sozial. Ich sehe da gar kein Problem. So. Und Abfahrt. So, oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Sieht gut aus. Jo, Achso, was ich glaube ich noch gar nicht erwähnt habe. Es wird auch einen, soweit ich es weiß, sehr großen Rabatt geben. Für die Leute. Der. Oh, das hat sogar noch gepasst. Warum wartest du jetzt? Wenn man einem was anderes erzählen will. Also, ist ein Thema, ne? Schwieriges Thema. Man merkt auch schon das KI-Auto scheinbar. Was ist denn mit dir los jetzt da? Hast du dich festgebackt? Muss ich dich einmal ganz kurz anstupsen? Ja. Muss ich wohl. Okay. Für die, die das Ganze für Lotus haben, da wurde das ja in der Form irgendwie fertiggestellt. Und die, die das da schon hatten, die können das auch für einen erheblichen, also für erheblich weniger Geld tatsächlich jetzt auch eben für den Tram so benutzen, wo sie das Ganze dann eben jetzt schon auch eben fertig fahren können, soweit. So. Ah, da war. Dauer öffnen, ne? Ich glaube, das mache ich in Zukunft mal ein bisschen, bis es ein bisschen schneller geht. Ah, halt, das ist die Haltestellenbremse. Okay, Freigabe mal raus. So. Und Abfahrt. Oh, das haben wir sogar noch geschafft hier. Ja, moin. Fantastische Angelegenheit. So. Dies ist ja fantastisch, ne? Also von den Bereichen her, muss ich sagen, kenne ich auch das schon so ein bisschen im Ansatz. U2. And I'm still haven't found what I'm looking for. Okay. Jetzt war da, glaube ich, so eine Art Vorsignal, ne? Oder nicht? Nee, scheinbar nicht. Gehen wir mal langsam mit die jungen Pferde da. Okay, hier läuft das tatsächlich wesentlich flüssiger als im äußeren Bereich. Und das war wieder der Kollege. Der Kollege bimmelt einen tatsächlich an. Okay. Heißt tatsächlich jetzt schlecht natürlich fürs Anfang des Videos, aber ihr merkt schon, hier läuft das wesentlich besser. Also wesentlich besser. Ja, gut. Ist dann wahrscheinlich wieder so ein Optimierungsding. Das wurde ja tatsächlich in München auch ganz gut optimiert, die Stelle, die so unfassbar schlecht lief. Also da bin ich tatsächlich ganz guter Dinge. Ja, ist halt immer ein bisschen schwierig und wie gesagt auch immer noch Work in Progress. Sorry für alle, die das da so ein bisschen, für die das ein bisschen schwer zu gucken war, das war für mich jetzt auch nicht sonderlich angenehm. Aber ich, hat doch das auch auf die SSD geschoben oder bin ich jetzt ganz blöd? Ich hoffe zumindest, dass er da nicht irgendwo, wie der Meinung war, ich glaube die eine letzte, verbleibende HDD in meinem Rechner irgendwie zu benutzen, das ist auch nicht cool. So. Meff. Ja, genau. Und ab hier haben wir dann eben auch noch die andere Linie, die dann eben noch bei uns ist. Ja. So ist dann eben. Und weiter geht's. Okay. Ihr wolltet auch die Welt mal von oben sehen. Ja, na, also ihr seht schon, das ist auch immer so ein bisschen noch eine Optimierungssache. Also ich hoffe mal, dass das vielleicht bis Donnerstag eben soweit ein bisschen besser ist. Ansonsten, glaube ich, kann man damit rechnen, dass das auch so ein bisschen noch weiter optimiert wird. Und muss auch mal dazu sagen, dass ich jetzt auch nicht das allzu performanteste System habe. Wie gesagt, ich versuche auch schon seit Ewigkeiten aufzurüsten, aber ihr kennt ja, glaube ich, die allgemeinen Problematiken bezüglich Hardwarekauf aktuell. Das ist alles irgendwie nicht ganz so schön und feierlich, wie man sich das gerne gewünscht hätte. Ja. Ist halt alles ein bisschen problematisch. Was macht ihr da vorne denn? Kollege, du hast doch jetzt fertig, Fahrgäste, oder nicht? Ich hab noch was vor heute. Bei mir ist knapp. Ich muss halt noch wohin. Oh, die haben sich da festgebackt. Hat er die Freigabe schon draußen?
Hat er vielleicht einfach gar nicht grün? Hm. Hier ist so eine Frage, ob wir da mal eine Runde warten. Der hat aber auch gar keine... Gut, der andere hat sich ja auch wieder, ich sag mal, physikalisch selber entfernt. Ansonsten müssten wir gleich mal Trick 28b anwenden. Wir gucken mal, ob er in der nächsten Ampelphase, ob er da fährt. Und ansonsten schauen wir mal ganz kurz weg und helfen uns selber mit Trick 18b. Keine Ahnung. 17 mit Selbstüberlistung ist leider schon aus. Hier können wir da nicht mehr verwenden. So, jetzt haben wir aber hier das F. Aber es hat kein Grün. Okay, ich glaube, dass das mit ein Problem sein könnte. Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Oh, guck mal, da. Wir schauen mal in die Schaufenster. Oh, ist das schön. Wir spiegeln uns sogar leicht im Schaufenster. Sogar eine leichte 3D-Wirkung. Ja, fantastisch. Weil die Ladentheke quasi innen rein gemappt wurde. Ach, das ist ja, guck mal, sogar MVV-Tickets. Also wer noch kein Ticket hat, ne? Nicht nur hier im Zug erhältlich, sondern auch an diesem... Da sind sogar Menschen drin. Okay, da ist es tatsächlich nice. Ja, okay. Hier ist aber gar niemand. Ich muss wahrscheinlich trotzdem anhalten. So, und Freigabe. So, warte mal. Freigabe. Ja, jetzt ist ja dieser kleine Lubbelschalter da, ne? So. Wir könnten, das heißt, wenn so keiner mehr einsteigt. Okay. Gut. So ist das. Dann dürfen wir eigentlich nicht fahren, wenn die... Ich habe keine Ahnung, ne? Jetzt aber F. 3, 2, 1. Und los. Ja, okay. Ich kann mir vorstellen, dass die für die KI natürlich dann diese Geradeaus-Ampelphase fehlt, die ich natürlich implizit wahrnehmen kann durch... Ach, aber wie gesagt, ich habe da keine Ahnung. Dafür kenne ich mich auch... Ja. Dafür kenne ich mich auch zu wenig, ich sag mal, im Hintergrund damit aus, was da wie wo abgeht. So, der Ausstieg mal dann Fahrtrichtung rechts. Wie immer, ich weiß, es ist ein Einrichtungsfahrzeug. So. 4, machen wir jetzt hier 1 mal dazu, ne? Dann geht es mal ein bisschen schneller. Flop. Ja, aber die scheinen ja, ich sag mal, relativ freundlich sein beim Einsteigen. Das ist nicht so, dass die da ewig rumlummeln. Aber die Ampeln, man kennt's. So, nee, brauchen auch echt noch gar nicht probieren, davor zu rücken. Also ÖPNV-Priorisierung. Na gut, ist hier aber tatsächlich ja schwierig. Es hätte ja die Möglichkeit sein können, dass wir Autos vor uns haben. Und ja, dann bringt es natürlich nichts, wenn ich da bevorzugt eine Ampelphase bekomme. Ich muss ja trotzdem darauf warten, dass die Autos, die vor mir sind, da weg sind. Deswegen, ja, okay. Kann ich nachvollziehen, dass man da nicht sonderlich viel machen kann. Wir hatten das aber auch, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle, wo wir wirklich eine Anforderung hatten. Da gehe ich auch davon aus, dass das eine positive Wirkung auf das... Oi. Auf die Ampelphase hat. Ja, oh, sehr geehrte Fahrgäste, wegen eines Verkehrsunfalls ist die Linie aktuell... Ja gut, wir fahren dann noch drüber, ne? War noch grün. Jetzt die Frage ist, kommen die weg? Ja... Ah, KI in Tramsim, weiß ich nicht. Ist, ich sag mal, wirklich noch in Arbeit. So, wir waren dann schon drüber mit unserer Schnauze, ne? Wir fahren dann mal. Oh, hier müssen sie sich einfädeln. Das ist natürlich auch gefährlich. So, ich glaube, ich werde das nächste Mal so zugunsten von ein bisschen besserer Laufzeit die KI-Autos vielleicht so ein bisschen anpassen. Hätte ich jetzt gesagt, so, liebe Leute, einmal aussteigen, wir haben schon Kontakt. Genau hier zum Beispiel, der gibt ja auch Sinn. Da steht man auch meistens dann ganz vorne dran. So. Das Dauer öffnen hier. Will keiner mit? Ja, mal Freigabe wieder raus hier. Blinken wir schon mal. Ich darf gar nicht, ne?
Ja, bis zum Signal vorrollen darf ich ja, ne? Dann muss ich ja zumindest schon mal keinen mehr mitlassen. F ist ja, ne? Wir dürfen gleich. Und, ah, weil wir hier durch den, okay. I see. Ja, schau mal, du bist doch gar kein Intercity. Ja, ich weiß. So, guck mal, aber schon mal eine schöne Ansicht auf unser Fahrzeug tatsächlich. So. Komm, Spiel. Dankeschön. Oh, da fahren wir richtig schön da einmal durch die... durch das Grünzeug hier, durch den Kreisverkehr. Ja, okay. Da hat uns die Sonne wohl verlassen. Das ist ein bisschen schade. Guten Tag, Kollege. Ah, der hat auch einmal ganz kurz gebimmt. Habt ihr das gehört? Ganz kurz gebimmt hat er. So. Da wird gerade rot. Ich sehe das doch. Ja, ist eh egal, weil da vorne der Kollege eh so ein bisschen noch die Spur blockiert. Naja, Parkscheinwerktag, 9 bis 23 Uhr. 23 Uhr? Boah, ja, gut. Ja, gut, in München, da ist halt alles ein bisschen länger und ein wenig teurer. Was willst du machen, ne? So. Ein bisschen Rollen bringt mir auch nicht. Wie kann ich auch hier einfach die Hallschirmbremse benutzen? Ja, Tatsache. Okay, es ist tatsächlich, glaube ich, fürs Nicht-Wegrollen eine ganz angenehme Sache. So, wo dürfen wir denn hin? Will überhaupt jemand raus? Ja, Haltewunsch haben wir jetzt nicht explizit, aber ich gehe mal davon aus, dass wir trotzdem anhalten sollen. So, Freigabe schon mal wieder raus. Dann geht das wieder ein bisschen zügiger. Hopp. Liebe Lights, bewegt euren Arsch dort raus. Wenn ihr da wart und euren Arsch hättet rausbewegen wollen. So, dann ein bisschen aufpassen wahrscheinlich, ne? So ist das wohl. Wer auch immer die Pina ist. Weil halt, ne, vom Begriff ist mir prinzipiell schon mal ein Begriff. Boah, unfassbar, ne? Nee, vor allem auch, weil wir da ja auch immer mal kreuzen, die Linien, die wir quasi im Omsi mit hatten. Eben, da fahren wir da auch vorbei. Ich glaube, wenn auch nur quer oder sowas. Hauptbahnhof ist ja nicht ganz unser Ding. Da müssen wir nachher, müssten wir ein bisschen anders abbiegen, beziehungsweise Hauptbahnhof Nord, wo er dann die 100 lang gefahren ist. Ja, oder immer noch fährt, ne? Was das lang gefahren ist, das klingt so endgültig und so vorbei. So, ich bin jetzt, glaube ich, ein ganz normaler, auch genauso niederrangiger Verkehrsteilnehmer, der irgendwann mal hier halt einfach Fahrt bekommen muss. Okay. Hab da keine besonderen Rechte, das ist natürlich schade. Ich meine, als YouTuber ist man da schon auch eigentlich auch was Besseres, ne? Das wisst ihr ja auch einfach alle, das ist ja allgemein bekannt. Sich da einfach ganz normal anstellen, das ist ja auch absolut unmöglich. Das kannst du ja nicht machen. So, links wäre Fahrt, wir nicht. Belastend. Straßenbahn hat Vorrang, ja, sehe ich. sehe ich absolut. Boah, nee, aber zum Thema Straßenbahn, das ist diese Bahn hat Vorrang. Ich habe das Gefühl, Leute haben komplett vergessen, für was das Andreaskreuz steht. Neulich in Karlsruhe, ja, schön mit seinem Karlsruhe. Uiuiuiui. Mach mal ganz kurz. Piu. Tief durchatmen, Tramsim, alles wird gut. Okay. Neulich in Karlsruhe, ne, also kennt ihr ja Sommer, Baustelle. So, wir dürfen fahren. Und da war das eben entsprechend so, durch Baustelle eben eine Kreuzung, eben entsprechend die kompletten Signalanlagen außer Betrieb von der Straßenbahn. Und da wurden eben für die querfahrenden Autos, war zwar eine Bundesstraße, die da war, aber es war halt eben eine Straße für Autos. Und bei dem wurde quasi ein Andreaskreuz aufgestellt. So. Heißt ja, Schienenverkehr Vorrang gewähren. So. Glaubt aber nicht, wie oft der Straßenbahnfahrer anhalten, bimmeln, bis da mal einer wirklich Platz gemacht hat, beziehungsweise einfach mal halt stehen geblieben ist. Also da musstest du schon gefühlt drei Viertel auf der Kreuzung stehen und dem anderen wirklich aktiv den Weg versperren, dass da irgendwas passiert ist. Also die Leute haben vollkommen den Bezug. Wow.
Die hat dann vollkommen den Bezug irgendwie. Das sieht lustig aus. zu den Verkehrsschildern und sowas verloren, weil eigentlich ist ja auch tatsächlich alles durch gestylt, getaktet, überall Ampel. Aber ich fahre jetzt auch mal los. Ne? Ich habe da irgendwie Angst, dass wir jetzt eine Ampelphase verpassen da vorne, nur weil wir jetzt hier auf irgendein etwaig gar nicht vorhandenes Abfahrtssignal warten. Ja, guck mal, da ist nämlich Fahrt. So sieht das nämlich aus hier. Haha, ihr wolltet mich baiten. Sie... Dankeschön, nicht über Rot laufen. Vielen lieben Dank. Nur weil ihr schon immer macht, heißt das nicht, dass ihr jetzt auch alle machen sollt. Das ist nämlich gar nicht gut. So, das sieht auch nach Fahrt aus. Ich habe das Gefühl, hier kann man mit dem KI-Verkehr sehr viel Performance raus. Weil das hier ist ja komplett am anderen Ende der Fadenstange, als das in München war. Ich bringe München in Wien immer. Als das in Wien eben war, da war ja fast nichts. Und hier ist es ja, ich sag mal, ein recht zentraler Bestandteil. So, wir dürfen denn hin. Und wir dürfen nach quasi ja schräg rechts. Okay. Genau, ist denn da vorne auch schon jetzt das Sendlinger Tor? So, jetzt hat natürlich gerade die da grün. Das finde ich jetzt irgendwie belastend. Ah, ich wollte gerade schon sagen, muss ich jetzt nach Gehör fahren oder wie kriege ich gesagt, dass ich fahren darf? Ja. So, das ist doch das Sendlinger Tor. Oh, sehr gefahren, Gäste, bitte beachten Sie. Unsere heutige Fahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ja. Müsste sein, ne? Fahrt ihr bitte noch. Bitte einmal von der Straße. Keine hier der Poolpark. Ja, nicht alle fahren. Vielleicht die vordersten? Ja, okay. Ihr haltet mir die Spur frei, ne? Das finde ich jetzt erstmal anständig von euch. So. Das heißt, wir haben hier quasi die Wendeschleife. Man könnte mit der 27 jetzt auch weiterfahren. Die fährt ja auch dann irgendwie, ne, noch durch den englischen Garten und so eine Geschichte. Beziehungsweise tangiert ihn an einer Stelle. Ich da nicht komplett täusche. So, die Frage ist jetzt, wo wir die Leute hätten rauslassen müssen. Sieht auch gar nicht schlecht aus, ne? Das ist jetzt nur Kontakt und nicht Fahrt. Ne, dann lass euch mal aussteigen hier, ne? So, ich würde dann vielleicht einmal noch ganz kurz sagen, dass ich mal, das machen wir mal ganz kurz. Wir machen mal die Hallschirmbremse rein. So, ihr seht, das hier ist drin. Dann machen wir die erste Tür mal auf. Und dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie denn der Hupe funktioniert. Der ist hier vorne eben an der ersten Tür eingebaut. So, da können wir jetzt einmal mit Bild ab die Rampe einmal zur, ich sag mal, Anführungsstrichen zur Hälfte ausfahren. Da könnt ihr jetzt eben von innen, ne, ich kann sonst mit der Maus dann innen den Rollstuhlfahrer hier drauf fahren, dann kippt der nicht runter, weil hier noch dieses extra Ding ist. Dann machen wir mal weiter runter. Die Rampe runtergefahren, jetzt kann er runterfahren. Jetzt könnte man auch einen aufnehmen. Dann in der Gegenrichtung, zack, einklappen, einmal hoch und dann kann er runterfahren und dann können wir die Rampe eben komplett einfahren. So ist eben ein bisschen die Geschichte, dass wir es jetzt eben machen. Vielleicht bekommen wir in der nächsten Folge einen zu sehen. Ansonsten natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Recht herzlich fürs Zuschauen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten, fürs dabei sein. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.